So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Mehrsprachigkeit ist einfach mehr. Heute ist das Thema Sprachwechsel. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist Code Switching, kommt aus dem Englischen. Switch heißt wechseln und Code steht eben für Sprache. Also Wechsel zwischen zwei Sprachen. Wenn Sie oder Ihre Kinder oder Ihre Familie bilingual sind und bilingual auch agieren, wechseln Sie die ganze Zeit. Wechsel an sich ist etwas Natürliches. Wer bilingual lebt, macht das ganz automatisch, oft auch ohne es zu merken. Und zwar vor allen Dingen mit denen, die auch bilingual sind, aber manchmal auch in Kontexten, also in Situationen, die eigentlich einsprachig sind. Was bedeutet das, wenn ich wechsle? Es bedeutet A, dass ich zum Beispiel nicht nur zwei Sprachen spreche, beide Sprachen auf einem hohen Niveau beherrsche. Ich kann das, also ich kann wechseln. Wann wechsle ich? Entweder absichtlich, zum Beispiel wenn ich ein Wort nicht weiß, oder wenn die eine Sprache ein Wort zur Verfügung stellt, das die andere Sprache nicht hat. Manchmal entlaste ich mich auch, wenn ich müde bin oder einfach, weil das bequem ist und natürlich. So, Sie wechseln vielleicht auch mal bewusst. Zum Beispiel in eine dritte Sprache, die Ihre Kinder nicht verstehen, sodass Sie sich mit Ihrem Partner absprechen können. Das ist praktisch. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo Sie vielleicht von irgendwelchen Leuten überhaupt nicht verstanden werden wollen. Und dann sprechen Sie die Sprache, die die anderen nicht können. Das mag vielleicht unhöflich vorkommen, ist aber ziemlich praktisch und vor allem, das ist was bilinguale, multilinguale Menschen ab und zu machen. Wichtig ist, egal ob Sie zwischen Sprachen wechseln, zum Beispiel wie wenn ich jetzt sagen würde, now I'm gonna be talking in English und jetzt wieder in Deutsch, oder wenn Sie mitten in einer Äußerung, in einem Satz wechseln, zum Beispiel, well, I really like in German the word Feierabend. Feierabend is something really great. Oder ob Sie das mit einem Verb machen, zum Beispiel das Wort kuscheln, benutzen meine Kinder, die mit Tschechisch-Deutsch aufwachsen, mit der tschechischen Endung ovat, kuschlovat, also kuscheln, aber in Tschechisch. Es ist egal. Wenn Sie wechseln, zeigt das, dass Sie die beiden Sprachen sehr gut beherrschen und können. Lassen Sie sich da nichts anderes einreden, weil manchmal höre ich oder man liest auch gerne, dass wenn Sie wechseln, wenn Menschen zwischen Sprachen wechseln, dass das zeigt, dass Sie sie nicht beherrschen. In der Wissenschaft herrscht aber ziemlich klar darüber ein Konsens, nämlich, dass Sie die beiden Sprachen sehr gut beherrschen müssen, um überhaupt wechseln zu können. Somit könnte man sagen, wenn Sie wechseln, haben Sie eine Superfähigkeit, weil hohe Kompetenz vonnöten ist. Also jetzt nochmal zurück zu diesem Verb, das meine Kinder kreiert haben. Kuschlovat, also das Verb kuscheln, mit der tschechischen Endung, Verbendung zusammen. Das ist was ziemlich Süßes, oder? Das ist nämlich kreativ. Also oft ist im Code-Switching was sehr Kreatives. Kreativ heißt Neuschöpfung. Ich kombiniere zwei Sachen, manchmal auch ein bisschen lustig, humorvoll, um etwas auszudrücken. Okay, also was passiert eigentlich dann im Kopf eines Bilingualen, der oder die dann Code switcht, also zwischen Sprachen wechseln? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, stellen Sie sich vor, für jede Sprache ist da eine Lampe und die leuchten beide. Die leuchten beide und egal, in welche Sprache Sie sich unterhalten, ist die andere Sprache mit aktiv. Das haben wir in einer anderen früheren Folge auch schon genau betrachtet, warum das so ist und zu welchen Vorteilen dies führt. Was Sie dann machen müssen, Sie müssen quasi, wenn Sie zum Beispiel Deutsch sprechen und noch Russisch dazu sehr gut können, das Russische quasi verdunkeln, sodass das Deutsche richtig in Erscheinung treten kann. So, und dieses Lampenprinzip machen Sie die ganze Zeit und es ist nie der Fall, dass die andere Sprache komplett ausgeschaltet wird. Das geht so nicht, weil die beide mit aktiviert sind. So, was lässt sich zum Abschluss sagen? Sie kriegen manchmal den Rat vielleicht oder haben das schon mal gehört, dass wenn Sie zwei Sprachen sprechen in einer Familie, dass sich die Eltern strikt an eine Sprache halten sollen. Wissenschaftlich gesehen ist es ein Prinzip,
das sogenannte One Language, also eine Sprache, One Parent, ein Elternteil, Prinzip, sehr problematisch, weil es quasi die Eltern und somit auch die Kinder unter Zwang stellt, immer in eine Sprache nur zu kommunizieren und auch vorzutäuschen, dass man die andere Sprache nicht beherrscht. Studien zeigen, dass dieses Prinzip eigentlich nicht so wahnsinnig erfolgreich ist, weil sie den Kindern Situationen zumuten, die komplett unauthentisch, nicht wahrhaftig und nicht gut sind. Wenn sie zum Beispiel Türkisch mit ihrem Kind sprechen, obwohl sie auch noch Deutsch können, in einer deutschen Bäckerei, ist es zumindest für die Verkäuferin, für den Verkäufer, die nur Deutsch können, unhöflich. Das spürt ihr Kind und das kann dazu kommen, dass sie dann die andere Sprache, nämlich in diesem Fall Türkisch, komplett ablehnen. Außerdem wissen wir, dass das beste Prinzip das ist, wo das Code-Switching, der Wechsel zwischen Sprachen komplett natürlich kommt. Also was ist hier der beste Ratschlag? Der beste Ratschlag ist, sprechen Sie so, wie es für Sie richtig ist. Switchen Sie zwischen Sprachen, wenn Sie müssen und wollen, vermischen Sie sich. Das ist kein Problem, weil Sie dann authentisch bleiben. Es ist auch kein Problem, wenn Sie eine Sprache sprechen, die sonst keiner spricht, wenn Sie mit Ihrem Kind in der Öffentlichkeit in der Sprache sprechen. Das ist überhaupt kein Problem, aber stehen Sie dazu. Im Gegenteil, das Prinzip, wenn das Kind beide Sprachen hört, von beiden Eltern am besten oder zumindest von einem Elternteil, Studien zeigen, dass dieses Verhalten die besten Erfolge im Erwerb der beiden Sprachen von den Kindern erzielt. Also, viel Spaß, hodně zábavy beim Switchen. Tschüss!